So Leute, ihr wisst ja, Paletto ist aktuell ein bisschen am Haus bauen. Und was braucht man bei einem Haus? Im besten Fall eine Garage. Und was ist noch besser? Versteckte Parkplätze, die man nicht sehen kann. Leute, das Video ist von TechZone. Schaut gerne vorbei, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann zeig mal her. Das ist ja krass. Wohnmobile. Habe ich geliebt damals. Also das war ein Ding, das kostet ja bestimmt eine Million. Wir hatten so ein Wohnmobil, so ein kleines. Der Erfinder dieses Verstecks hat gleich zwei Probleme gelöst. Erstens hatte er keinen Platz, um das Motorrad abzustellen. Ah, ja. Und zweitens wollte er sein Motorrad von Kindern fernhalten. Ich bin nicht so der Motorradfahrer, muss ich zugeben. Ich habe Angst, dass ich mich damit, also, dass ich zu krass fahre. Oder dann übersiedle ich ein Auto fahre. Jetzt steht das Motorrad unter der Veranda. Bei Bedarf ist schon geil. Es aus einer Tiefe von 2 Metern nach cool. Oben. Sowas fürs Auto finde ich geil, ne? Das System basiert auf einer hydraulischen Hebebühne. Die Tragkraft ist daher beachtlich. Rund 2,7 Tonnen. Ein weiteres Highlight ist die eingebaute Beleuchtung. Tut mir leid, Leute, ich hatte heute zu wenig Schlaf. Die Qualität ist überraschend gut. Kaum zu glauben, dass dieses Versteck selbst gebaut wurde. Das ist ein wirklicher Handwerker. Okay, das ist wirklich sick. Mit goldenen Händen. Manche Leute sind handwerklich so krass drauf. Das könnte ich im Leben nicht. Überraschenderweise gibt es auch in Booten und Yachten. Das ist was. Das passt eher für mich. Weil dann kann ich auch direkt 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich wollte ja schon immer mal ein Boot haben. Und das sieht standesgemäß aus. Nein, ich wollte tatsächlich nie ein Boot haben. Eine Vielzahl von versteckten Stauraums. Aber wenn, dann so ein Boot. Was kostet das? 40 Millionen? System. Zum Beispiel kann man in dieser Yacht ein bis zu 8 Meter langes Boot unterbringen. Gleichzeitig kann hier ein Spionage-Action-Film gedreht werden. Die nächsten beiden Yachten bieten etwas kompaktere. Das ist ja viel zu klein. Auch Bewachungsmöglichkeiten. Ein großes Boot passt nicht mehr hinein, aber ein Jetski hat Platz. Ja, aber mein Auto? Also jetzt kurz mal Real Talk. Also ich baue aktuell ein Haus, aber ich baue mir eine ganz normale Garage. Ich habe mal so ein bisschen geträumt, wie es wäre, wenn man zum Beispiel sowas wie, weil viele bauen auch manchmal so eine Tiefgarage mittlerweile. Also Tiefgarage ist übertrieben, aber dass du halt so runterfahren kannst. Aber das wäre zu krass. Und so ein Lift. Und das Be- und Entladen wird durch Elektrohydraulik erleichtert. Und das eine der größten Probleme war auch, dass ich ja im Keller sozusagen mein Aufnahmezimmer haben möchte, damit ich von der Außenwelt abgeschottet bin. Mit solchen Schönheiten kann der Hersteller fast jeden Kundenwunsch erfüllen. Eine Seitengarage für sein 15-Meter-Boot? Kein Problem. Hier ist das Ergebnis. Hey, warte, das sind doch keine 15 Meter. Am coolsten ist es, wenn die Yacht so groß ist, dass sogar noch Platz für einen Hubschrauber ist. Ach komm. Eine Art russische Matroschka. In eine Superjacht passt eine kleinere Yacht hinein und in diese wiederum irgendetwas, das fliegen kann. Ist gekauft. Ich hätte jetzt ganz gerne, ja genau, mal wieder ein bisschen Auto. Mit da, boah. Warum nicht? Dieser Parkplatz heißt Parklift. Das ist schon geil. Also jeder, der sich so ein bisschen für Autos begeistern kann, das ist schon cool. Es gibt ihn als Einzelanlage für 2 Autos oder Doppelanlage für 4 Autos. Natürlich gibt es auch ein paar Einschränkungen. So darf die maximale Belastung der Plattform 2,7 Tonnen betragen. Aber bei der Gestaltung sind keine... Warte, 2,7 Tonnen, das passt doch bei den Autos nicht. ...Grenzen gesetzt. Wahrscheinlich pro Parkslot. Die Handwerker sind zum Beispiel bereit, den oberen Teil mit Gras, Sand oder Steinen zu bedecken. Schöner Übrigens, Ferrari. Ein solches Parkhaus nimmt den Eigentümer keinen Teil seines Grundstücks weg. Ja, gut, Denn Kellerfläche. Kann man nicht nur Aber gehen, ja, ist schon genial. Fahren. Außerdem ist Parklift nicht nur bei Neubauten. Aber das kostet wahrscheinlich auch unwahrscheinlich viel. Und das wahrscheinlich viel größere Problem ist, ich hätte gar nicht so viele Autos, um das voll zu machen. Sondern auch bei Nachrüstung von Altobjekten sinnvoll. Da Wohnmobile so riesig sind, warum nicht eine Garage statt eines weiteren Schlafzimmers einbauen? Ey. Genau das haben die Entwickler dieses Wohnmobils getan. Jetzt können die Kunden nicht nur mit Familie und Freunde auf Reisen gehen, sondern auch noch mit ihrem Lieblingsauto, das bis zu 4 Meter lang und etwa 2 Meter hoch sein darf. Also als Kind habe ich von sowas immer geträumt. Das System ist so gut, dass es patentiert wurde. Das größte Lob für die Entwickler waren 2 renommierte Red Dot Design Awards. Aber das Ding ist, du musst dieses Wohnmobil ja auch fahren. Dafür hätte ich nicht mal den Führerschein. Weil das Ding ist... Man muss dafür nochmal einen speziellen LKW-Führerschein machen. Früher gab es den LKW-Führerschein gefühlt umsonst. Also so gut wie, weil mein Vater hat, der dürfte so ein Ding fahren. Aber das kostet, wie gesagt, die Konkurrenten über 1 Million. Nicht. Sie bieten eine eigene Serie von Wohnmobilen an. Mit der Top-Version kann man ein Auto von bis zu 4 Meter... Schön Bugatti Chiron da drin, Alter. Ist auch einer, oder? ...60 Länge mit auf die Reise nehmen.
Und aber wer Motorräder bevorzugt, wird sich über diese spezielle Halterungen und Boxen freuen. Ja, Moment, aber das sind Elektrofahrräder. Die Halterungen ermöglichen den Transport von 3 Motorrädern. In der Box können Motorradzubehör und Ausrüstung verstaut werden. Ja, pack auch in den Warenkorb. Kaufen wir, oder Leute? Man stelle sich vor, Harry Potter wäre nicht nach Hogwarts gefahren, sondern hätte sich für Technik interessiert. Gut möglich, dass sich alle Räume unter der Treppe in etwas Ähnliches verwandeln würden. Aber es ist gar nicht so einfach, auf die Rampen zu kommen. Vor allem im Vorwärtsgang und ohne Parksensoren. Doch es lohnt sich. Zumindest gegen Autodiebe. Ey, ohne Witz. Das hat er doch komplett sich selbst ausgedacht und gebaut. Das ist ja sowas von smart und geil. Jetzt mal ohne Witz. Und er schiebt es einfach ein. Klar, das Ding ist, du darfst niemals ein anderes Auto fahren außer das. Aber... das ist doch geil. Erinnert mich ein bisschen an den Opel Corsa von früher in unserem Freundeskreis. Der hatte Gottstatus, dieser Opel Corsa. Damit haben wir so viele Urlaube gemacht. Wir sind in der italienischen Stadt Cesena. Hier ist eins der modernsten Parkhäuser nicht nur Italiens, sondern der Welt entstanden. Die finde ich ein bisschen creepy, das die Parkhäuser. Das Parkhaus ist so intelligent, dass zum Parken nur 2 Handlungen erforderlich sind. Es genügt, das Auto auf der Parkplattform abzustellen und eine spezielle Karte in das Terminal zu stecken. Was ist denn, wenn ich aus Versehen sitzen bleibe? Ich habe noch irgendwie hier meinen Hund vergessen, Alter. Und so, tschüss. Erledigt dann das Parkhaus von selbst. Das Parkhaus erstreckt sich über 7 Stockwerke und bietet 168 Stellplätze. Staus gibt es nicht, denn das Parkhaus nimmt bei Bedarf 4 Autos pro Minute auf. Ah, ist schon cool. Sowas packe ich mir unter mein Haus. Jetzt kommt der Wow-Effekt beim Heben von Motorbooten, Booten und Yachten. Diese Plattformen sind so wow, dass die Entwickler sie als revolutionär bezeichnen. Ah, die können sie Schauen ins Wasser runtersetzen. Schauen wir uns die Eigenschaften der Plattform mal an. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 19 Tonnen. Ob die Plattform eingebaut werden kann, lässt sich mit einer einfachen Formel ermitteln. Sie lautet wie folgt: Tiefgang des Schiffs plus Tiefe ab 20 cm. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch ein Haus an der Ostsee oder irgendwo am Meer oder an einem See. Also, falls da jemand was klar machen kann, dann würde ich mir auch sowas bauen. Ja, wär ganz geil. Ist auch so sick aus, wie da einfach so eine Garage direkt am Wasser steht. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht so wirklich erlaubt, oder? Leute, sagt doch mal, die ganzen Zuschauer, die am See wohnen. Bis 2050 wird die Zahl der Autos um mindestens 1,2 Milliarden zunehmen. Doch schon jetzt haben viele Städte Parkplatzprobleme. Was also tun, wenn man in engen Straßen wohnt? Was, wenn es sich um Häuser handelt, an die Garagen angeschlossen werden können und in deren Nähe es keine Parkplätze gibt? Jetzt fährt das Ding auch runter. Die Möglichkeit besteht darin, eine Garage direkt in das Haus zu integrieren. Aber das ist doch nichts Neues, oder? Und auch diese Villa liegt an einer Straße, in der Parkplätze rar sind. Okay. Garage unter Beibehaltung ja, der Fassade ist eine ideale Lösung. Doch, okay, ich dachte mir, ich habe doch schon mal eine Garage gesehen, die in einem Haus, aber das sind ja so richtige, richtig krasse Lösungen. Wo du es auch so versuchst zu verstecken. Weil da würdest du jetzt niemals eine Garage vermuten. Eine weitere Entwicklung für Motorradfahrer ist diese Box. Sie bietet nicht nur Platz für ein Motorrad, sondern auch Ausrüstung und Werkzeuge. Die typische Größe der Box beträgt 3x1,20 x 2 Meter. Wird die Box nicht benötigt, kann sie platzsparend zusammengelegt werden. Die Entwickler versprechen Schutz vor Unwetter, Vandalismus und Diebstahl. Ich habe mich schon gewundert, das passt doch im Leben nicht. Um zu beschleunigen und zu vereinfachen, wurde in die Box eine spezielle Plattform eingebaut, die mit einer Rampe und einem Anschlag für das Vorderrad ausgestattet ist. Außerdem kann sie um 90 Grad gedreht werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 3.800 Euro. Das klingt aber fair für so eine Garage. Das Ding ist, wie gesagt, also Motorräder finde ich cool. Aber ist einfach nichts für mich. Wie exklusiv darf ein Garagentor sein? Nur die Fantasie der Kunden setzt den Entwürfen dieses Teams Grenzen. Ja, kann ja auch mal aufräumen, ja, das sieht aber auch hier. Mag der Kunde Holz? Die Handwerker bieten Holz für jeden Geschmack an und bauen bis zu 20 cm dicke Holztore ein. Das sah schon... ja. Wir das ist nicht in schlecht. Melbourne, der zweitgrößten Stadt aus... Muss ich ja zugeben, das wäre ja auch ein bisschen mein Traum gewesen. So eine Garage. Also, weil das ist ja ein Haus. Australiens. Hier gibt es viele Autos. Über 3,5 Millionen. Eine ungewöhnliche Garage war also schnell gefunden. Ein ganzes Team von Ingenieuren war hier an der Entwicklung beteiligt. Schließlich wollte der Kunde etwas Besonderes. Ah, und jetzt dreht sich das Ding nochmal. Am Ende bekam er nicht nur eine Garage, sondern ein System, das Hollywood-Actionfilm würdig ist. Erstens transportiert die Hebebühne nicht nur Autos, sondern auch 1,4 Tonnen Pflastersteine. Boah,
diese Konstruktion, Alter. Zweitens ist die Garage mit einer Drehscheibe ausgestattet. Und drittens muss der Fahrer dank der Fernbedienung nicht einmal aussteigen. Das ist so sick, Mann. Dieser Hubschrauberhangar kann auf einer Grünfläche oder auf dem Deck eines Kriegsschiffs aufgestellt werden. Ja. Klingt cool, ist aber erst der Anfang. Die Top-Version bietet Platz für einen bis zu 18 Meter langen Hubschrauber und ist mit modernster Technik ausgestattet. Ja, sowas brauche ich, Alter. Zack, guck mal, da kann ich morgens schön zum Bäcker fahren. Fliegen, natürlich. Eine Wetterstation, einen Treibstofftank und andere nützliche Dinge installieren. Auch eine Beleuchtung ist möglich. Weg bin ich. Wenn der Hangar irgendwo auf der grünen Wiese steht, kann der Kunde einen Tunnel direkt zum Haus bestellen. Die Startvorbereitungen vom Hangar aus dauern nur 2 bis 3 Minuten. Sowas brauche ich, Leute. Da kannst du dann schön zum, weiß nicht, Skifahren, kannst direkt auf den Berg fliegen. Upp. Für rund 666.000 Euro kann so eine Tiefgarage entstehen. Ein australisches Team kann dieses Prachtstück entwerfen, bauen und liefern. Dabei fügt sich die Garage perfekt in die Landschaftsgestaltung ein. 8 Stellplätze mit versteckter Einfahrt und durchdachter Entwässerung? Kein Problem. Aber dafür opferst du halt zum Teil einfach Kellerspace. Das muss man schon sagen. Auch an die Radfahrer haben die Parkhausplaner gedacht. Laut einer Studie besitzen 42% der Haushalte weltweit ein Fahrrad. Und wie viel in Deutschland? In Deutschland würde ich sagen gefühlt 95%, oder? Hat doch jeder ein Fahrrad. Solche Parkplätze kann man in Japan finden. Die typische Kapazität liegt bei etwa 200 Fahrrädern. Und ich rede ja nicht davon, dass jeder irgendwie so ein krasses Mountainbike oder so hat. Aber so ein schönes, weißt du, ein altes. Parkplatz mit. Auch diese Dinger, die dann nicht geklaut werden. Viele meiner Kollegen, die in Hamburg wohnen, die haben halt so wirklich übelste, auf gut Deutsch gesagt, Drecksfahrräder. Aber einfach, damit die nicht geklaut werden. Diese Anzahl von Fahrrädern nimmt 320. Aber haben halt keinen Wiederverkaufswert. Deshalb haben die Japaner die Fahrräder unterirdisch untergebracht. Und nur das B- und Entlademodul bleibt oberirdisch. Es nimmt nur 8,5 Quadratmeter ein. Das spart viel Platz in der Stadt. Ja, aber sowas kannst du wahrscheinlich auch nur in Japan machen. Wenn du das irgendwo, Hamburg, da pingelt dir jemand rein oder einer so, oh, lass mal reingehen, Alter. Zack, und fährt er da weg. Die durchschnittliche Zeit, ein Fahrrad zu finden, beträgt 13 Sekunden. Ah, guck mal, da ist aber jetzt hier sogar so ein Aufpasser, oder was? Ich glaube schon. Okay, dann macht's Sinn. Weil sonst macht euch da jemand Quatsch. Zum Schluss noch einen Blick nach Italien. In der Nähe. Guckt euch diesen Blick an. Du weißt schon, dass das ein geiles Haus ist. Des größten Sees des Landes, des Gardasees, steht eine wunderschöne Villa. Die Besitzer freuen sich nicht nur über die herrliche Aussicht, sondern auch über einen Parkplatz für 2 Autos. Das ist schon sick. Er ist für eine Nutzlast von bis zu 2,5 Tonnen ausgelegt und wird durch ein Ladesystem ergänzt, da beide Autos elektronisch angetrieben werden. Je nach Projekt kann die senkrechte Höhe eines solchen Parkhauses bis zu 12,50 Meter betragen. Der Kunde kann die Eigenschaften des Parkhauses durch eine drehbare Plattform, eine Alarmanlage und andere Annehmlichkeiten ergänzen. Könnt ihr mir bitte nochmal das Haus zeigen? Das würde mich mal interessieren, weil der Blick war ja phänomenal. Nicht? Schade. Ah, er hat... Guck mal, der hat da auch nochmal so, auch so eine Drehplatte. Ah, das war's. Ja, Leute. Also, Paletto bleibt doch bei der ganz normalen Garage. Ist aber auch nicht schlimm. Leute, das war's. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.